Microsoft hat mit Windows 8 das Startmenü aus dem Betriebssystem verbannt. Wie du dir das wiederholen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Ja, vor dem Intro hat man es ja ganz kurz eine Ankündigung gehört. Heute zeige ich dir, wie du dir unter Windows 8 das Startmenü wiederholen kannst. Gleich vorab ein Pseudo-Startmenü erhalten wir mit der rechten Maustaste auf den Startbutton. Da kriegen wir sowas, sollte eigentlich jeder kennen. Mit Linksklick gibt es leider nur die Metro-Oberfläche. Wenn du aber sagst, du willst ein Startmenü aus der guten alten Windows 7 oder in ja, Windows 10 Zeit, wobei diese Software bzw. das Startmenü, das wir hier benutzen, ein Windows 7 Startmenü emuliert, gehst einfach ins Internet auf den Link aus der Beschreibung, führt dich zu classicshell.net, klickst hier auf Download Now, kannst auch hier noch was spenden, wenn dir das gefällt. Dann lädst du dir hier einmal die Setup-Datei runter. Ich packe die mal direkt auf den Desktop, speichern hier, go it. Dauert ganz kurz, runtergeladen, können wir den Browser schließen. Dann einmal ganz kurz installieren, next, ja, das Ganze akzeptieren wir und lesen das uns natürlich durch, ganz wichtig. Dann next, next, install, da wird das Ganze hier installiert, dauert einen kleinen Moment. Zwischendurch kommt noch einmal die Benutzerkontensteuerung, die bestätigen wir natürlich. Dann wird das hier installiert. View README File lasse ich einmal mal drin, klick auf Finish hier und hätten wir nochmal spenden können. Da können wir uns jetzt hier einmal die README File durchlesen. Wir können es aber auch lassen, da das Ganze ist eh nur auf Englisch. Und jetzt können wir unten einmal auf den Startbutton klicken. Dann kriegen wir hier einmal ein Optionsmenü. Hier können wir auswählen, was wir für ein Startmenü haben wollen. Hier Windows XP mäßig. Hier Windows. Keine Ahnung, was das ist. Und hier der Windows 7 Style. Klicken einfach mal auf OK. Und jetzt haben wir hier unten unser Windows 7 Startmenü wieder. Rechtsklick funktioniert natürlich nicht mehr. Da kriegen wir jetzt hier sowas. Da können wir in die Einstellungen. Classic Shell Update. Hier meldet auch direkt ein Update. Klicken wir direkt mal drauf. Jo. Laden wir uns das Update direkt mal runter. Jo. Okay. War es das schon? Ich glaube. Dann können wir nochmal in die Einstellungen gehen. Können wir uns die anderen auch mal angucken. Muss ich hier auf... Ja, ich klicke hier mal auf OK. Hier haben wir jetzt den Windows XP Style. Bis auf, dass das hier nicht mehr Windows XP steht, sondern Windows A.S Enterprise. Hat er sogar recht. Eigenschaften, gehen wir nochmal rein und gucken uns das hier einmal an. Ja, das ist irgendwie so ein Zwischenteil. Und wir sehen es auch, ich weiß nicht, ich guck mal ganz kurz, ob es das bei Windows 7 auch gibt. Ja, wir haben in jedem Startmenü ganz oben hier, wir kommen ja nicht mehr auf die Startseite, beziehungsweise auf die Metro-Oberfläche. Auf die kommen wir, wenn wir hier oben einfach auf den Reiter Startseite klicken, sind wir hier an der Metro-Oberfläche und können hier dann, wie gewohnt, ganz normal arbeiten. Nochmal die Einstellungen. Hier können wir es natürlich dann noch einstellen, was wir haben wollen. Zum Beispiel, wir können auch sagen, mit einem Linksklick möchte ich weiterhin auf die Metro-Oberfläche, aber mit Shift und Linksklick möchte ich auf die, auf das Startmenü. Klicken auf OK. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert nichts. Beziehungsweise, ich habe den ja bei Nothing gesetzt. Hier. Also mit Linksklick möchte ich auf den Windows auf die Metro-Oberfläche. Mit Shift und Klick möchte ich in das Classic Shell. Wenn ich jetzt hier normal drauf klicke, komme ich hier hin. Wenn ich jetzt aber Shift drücke und klicke, kriege ich hier mein Classic Shell Menü. Können wir nochmal rein. Was gibt es hier sonst noch so? Ja, da können wir auch hier Shutdown Command, das ist, Shift drücken. Ist der hier, den können wir zum Beispiel mit Restart belegen und hier baue ich das Ganze auch nochmal um, brauche nicht mal Shift drücken. Jetzt steht hier neu starten, nochmal in die Einstellungen. Wir können den Button auch ausblenden. Jetzt steht hier nichts mehr drin, ich muss gar nicht auf OK klicken. Dann können wir noch die Searchbox hier unten, die können wir
Accessories Tab. Da haben wir die hier unten. Wir können sie auch ganz ausblenden. Oder Access Normal ist sie hier unten. Wo der Unterschied hier ist, keine Ahnung. Dann können wir noch, ob es automatisch gestartet werden soll oder nicht. Und hier unten den Skip Metro Screen. Das kann ich ganz kurz mal zeigen, wenn ich mich mal abmelde. Wie komme ich denn jetzt raus? So, ne, so komme ich in die Systemsteuerung. Ich blende mir mal ganz kurz den Button wieder ein. So, jetzt ist er hier. Jetzt ja runterfahren. Nein, ich möchte mich lediglich abmelden. Jetzt, wenn wir uns anmelden, müsste er direkt auf den Desktop durchbooten, beziehungsweise durchanmelden. Ja, tut er auch. Die Metro-Oberfläche können wir jetzt überspringen und hier unten haben wir wieder unser Classic Shell, daher im Autostart. Dann können wir noch natürlich noch den Skin anpassen. Mitternacht. Ach, dann wird das hier. Windows HR, ja, dann müsste das eigentlich so durchscheinen. Ja, genau. Jetzt sehen wir es hier, wenn wir hier das Fenster ein bisschen rüber ziehen. Hier scheint das hier alles so ein bisschen durch. Ich kann ja mal so. Hier scheint es ein bisschen durch. Ich kann ja mal hinzoomen. Hier scheint es jetzt ein bisschen durch. Dann, was haben wir noch? Metro. Einfach nur ein bisschen größer. Vielleicht für Touchgeräte ganz interessant. Und Classic Skin. Ja, einfach nur weiß. Kein Skin. Ja, dann ist es wirklich weiß. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal auf Windows Aero. Gefällt mir hier irgendwie am besten. Startmenü anpassen. Das müssen wir aus Windows 7 noch kennen. Ganz normal. Können wir natürlich noch alle Einstellungen anzeigen. Dann haben wir hier noch viel mehr. Das überlasse ich euch aber jetzt selber. Wenn ihr ganz kurz, ja, so schnell mal noch nicht ende. Hier unten können wir noch den Button ersetzen. Da haben wir hier jetzt so einen Teil. Oder den Classic Button, wer es XP-Style haben will. Weg. Aktuell verwendet, warte mal, kann ich? PNG-Dateien, da müsste eigentlich mein Bild müsste gehen. Bilder, Profilbild. Okay, es ist. Ja, okay. Also man sollte ein bisschen auf die Größe aufpassen, sonst haben wir hier sowas. Ich mach das mal wieder weg, okay. Hier unten können wir noch Backup-Dateien erstellen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier eine super tolle Konfiguration, die uns gefällt und die möchten wir auf einen anderen Server, an die Server-PC mitnehmen, als YML-Datei speichern, dann packe ich mir das jetzt auf den Desktop, Menu-Settings, speichern. Das Ganze haben wir jetzt so gespeichert. Ich ändere hier mal ein bisschen was. Ja, Skin, der XP Luna. Ach, hier können wir dann auch noch. Jetzt wird das Ganze so aussehen. Ich klicke noch extra mal auf OK. Sieht das Ganze hier so aus. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten unsere Datei wieder laden, Rechtsklick Eigenschaften, Backup von YML-Datei laden, Menü-Settings, auf OK klicken und dann haben wir hier wieder unser geladenes Startmenü. Ich hoffe, ja, dir hat die Einleitung so ein bisschen geholfen. Wenn du unter Windows 8 dein Startmenü wiederhaben willst, wenn ja, lass einfach mal den Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.